Es ist schlimmer für das Wenn Sie sagen, das Leiden ist schlimmer als das Töten. Bei Tieren. Stellen wir uns mal die Situation vor, Sie kaufen jetzt kein Reh zu Weihnachten, sondern Sie gehen zu jemand, der Wild züchtet. Das gibt es. Sie haben eine große Wiese und da sind die ganzen Rehe drauf. Sie suchen sich ein Reh aus, das Reh wird betäubt und dann wird ihm ein Bein amputiert. Und das wird dann nachher sorgfältig wieder zugenäht. Das ist dann ein dreibeiniges Reh, das kann aber in Gefangenschaft als dreibeiniges Reh überleben. Und Sie essen die Rehkeule. Würden Sie das machen? Wahrscheinlich nicht. Sie würden jedes Mal, wenn Sie wieder dort vorbeikommen, dieses dreibeinige Reh sehen und es wird Ihnen unendlich leid tun. Wenn Sie das Reh aber getötet hätten, hätten Sie es wieder vergessen. Mhm. Ist das nicht eigenartig? Ja, gut. Aber was ist, wo steckt hier... Die Pointe liegt darin, dass das Reh, das noch lebt, für Sie sichtbar bleibt, als Anklage. Das Reh, das tot ist, das weicht aus Ihrem Bewusstsein wieder raus. Ja. Und weil wir in unserem Bewusstsein das tote Tier nicht speichern, fällt es uns relativ leicht, es zu essen. Ja. Das heißt, es ist also sozusagen unserer Verdrängungskunst geschuldet, dass es nicht mehr Vegetarier gibt. Aber ich möchte Sie mit einem Gedankenspiel konfrontieren. Ich möchte, dass wir uns die Situation vorstellen, es würden Außerirdische auf diesem Planeten landen. Diese Außerirdischen sind dem Menschen haushoch überlegen, so wie in dem Film Independence Day. Das heißt, sie sind viel intelligenter. Die sind uns in all dem, worauf Menschen stolz sind, Fähigkeit zur Moralität, zu sich selbst in ein Verhältnis setzen, Intelligenz und dergleichen mehr, Vernunft, haushoch überlegen. Die landen jetzt auf diesem Planeten. Und die fangen jetzt die Menschen ein, um sie zu verspeisen. Besonders gern die Kinder, die schmecken besonders gut, die sind besonders zart. Andere werden benutzt, um die Wirkung von Medikamenten zu erproben und vieles andere mehr. Wie könnten Menschen sich gegen diese Außerirdischen verteidigen? Also mit welchen Argumenten? Sie würden sagen, wir sind leidensfähig, wir sind intelligent, wir sind sensibel. Und da würden die Außerirdischen sagen, das wissen wir alles, aber wir sind viel intelligenter und viel sensibler als ihr. Dann würden die Menschen sagen, ja, aber seht ihr denn nicht, wir haben unglaubliche Schmerzen. Und dann sagen die Außerirdischen, ja, das sehen wir, das finden wir auch nicht schön, aber ihr schmeckt uns halt so gut.